Willkommen zu einem Let's Play Avorion auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich bin der mächtige Branko und das sind meine Abenteuer. Also bleibt dran! Währenddessen auf der Marathon. Kapitän! Ja? Wir werden bald in der Werft ankommen. Danke Nummer 1. Ich werde das Undock-Manöver durchführen, bereite die Mannschaft auf den Umbau des Schiffes vor und schicken Sie mir eine Liste von potenziellen Matrosen zu. Aye, aye, Captain. Du bist ein wunderbares Schiff, Marathon. Aber nach dem Umbau wirst du noch ein besseres Schiff werden. Das garantiere ich dir. Logbuch des Kapitän Branko. Ich befinde mich aktuell in Shallow Bastion 7, im Hoheitsgebiet der Dolkli-Allianz. Ein weiteres Ausrüstungsdock hat mein Interesse geweckt, da ich immer gute Ausrüstung gebrauchen kann. Die Auswahl an Waffen ist nicht herausstechend und vergleichbarer Müll, den ich auch bei den Piraten finde. Wenn man keine Waffen besitzt, sind sie zwar okay, aber ansonsten meiner Meinung nach Geldverschwendung, sie zu erwerben. Anders hingegen verhält es sich bei den System-Upgrades-Modulen. Ich kann mir aufgrund der Beziehungen nicht die hochwertigen Module erwerben, aber auch, weil sie teilweise mein Budget übersteigen. Was ich machen kann, ist so viele wie möglich zu sammeln und sie in einer Forschungsstation zu hochwertigen Modulen aufzuwerten, da sie auch etwas länger an einem Schiff vorhanden bleiben. Dasselbe kann man auch zwar für Waffen machen, allerdings ist es dann nur interessant, wenn man in einem bestimmten Sektorbereich bleiben wird. Beispielsweise man hat Eisenwaffen im Eisensektor, Titan im Titansektor und so weiter. Würde man jetzt mit Eisenwaffen im Naonit-Sektor rumfliegen, würde man merken, dass die Waffen kaum Schaden machen auf der Naonit-Oberfläche. Aber manchmal gibt es auch eine kleine Überraschung, die mich auch an der Stelle der Aussage, die ich jetzt gerade getreten habe, ein bisschen widersprüchlich machen. Und zwar, ich habe hier Titan-R-Abwrackgläser gefunden. Das Gute ist an denen, dass die zwar mehr Ressourcen wiederbringen, wenn ich jetzt ein Schiff schneide, aber es ist jetzt auch keine wirklich groß lukrative Geldquelle, dass ich sagen kann, ja, ich habe 3 Piratenschiffe kaputt gemacht und habe jetzt mal so 20.000, 30.000 Erz rausgeschlagen. Interessant wird es, wenn man damit Geld verdienen möchte, wenn man große Raumstationen auseinandergeschossen hat oder mal einen Wrack von einer Station findet, die aus mehreren zigtausend Ressourcen besteht. Bei der Modulauswahl hingegen, da sind zwar ein paar Sachen dabei, die ich haben möchte, aber die kann ich mir nicht kaufen. Schauen wir mal, was wir noch an uninteressanten Zeug verhökern können. Ja, eine Goldkanone ist zwar schön, bringt auch ein bisschen gut Kohle rein, wenn man sie verkauft. Ja. Ich hadere ein bisschen mit dem Verkauf der Waffen. Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen durchswitchen, um zu sehen, was sich davon lohnt, zu behalten, was nicht. Aber kurz oder lang, ich werde irgendwann mal dazu übergehen, wohl alle Eisenwaffen direkt zu verhökern. Weil auch wenn ich jetzt eine auf Exotisch oder Legendär hochstufe, dass die... Na, kriegt man manchmal auch so Waffen raus, die dann so 400 Schaden machen pro Sekunde. Aber... das ist dann durch die besseren Materialien wie Titan, Naonit dann wieder runterskaliert, dass die Waffe irgendwann mal auch dann nur noch von den 300 ursprünglich dann nur noch 30, 5, 1 Schadenpunkt macht pro Sekunde. Da kann man sie genauso gut ausbauen, durch eine Naonit-Waffe dann vertauschen. Systemmodule pauschal, die sollte man immer aufbewahren, weil die kann man in der Forschungsstation zu besseren aufwerten. Natürlich, wenn man jetzt ein Transportermodul hat für 1 Million, da kann man sich auch davon mal trennen, weil Transportermodule, die kommen erst wirklich, wenn ihr Schiffe habt, aus Trine und Zahlen und komplett. Ja, das war dann so mein Einkauf für heute. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen was ganz Neues und zwar, wir werden uns von der Marathon trennen, weil ich habe jetzt die... ja, ich brauche mal etwas Größeres. Und daher werden wir alle Waffen mal von dem Schiff entfernen. So, und jetzt suchen wir uns mal aus, was wir hier nehmen. Ich
Ich habe da nämlich schon ein nächstes größeres Schiff im Petto. Und zwar ist das hier das gute Stück. Die Delphi. Die Delphi ist ein kleines Transport-Bergbauschiff. Besonderheit ist hierbei, dass die schon im fünfstelligen Bereich ist. An Hitpoints. Und wie man sieht, ich habe zwei Versionen. Einmal eine Early-Game-Version, die nur aus Eis und Titan besteht. Und wie ihr kurz gesehen habt, auch eine mit Naonit. Also das Schiff hat auch Hyperraumkerne als auch Schilde. Wobei man die erst einbauen kann, wenn man auch Naonit hat. Aber warum ich dieses Schiff auch als Early-Version drin habe, ist einfach ganz simpel. Ich habe jetzt hier ein Schiff mit über 17.000 Hitpoints. Dazu noch mehr Steckplätze für Geschütze. Aber es ist und bleibt ein Zivilschiff. Also außer ein, zwei Kanonen drauf zu packen, dass es bei einem Kampf etwas Feuerunterstützung geben kann, kann man machen, muss man nicht. Wichtig ist hierbei, man packt da seine Bergbaulaser drauf oder seine Abwracklaser und lässt das Schiff einfach den Sektor leerräumen. Und hier vorne kommen die Geschütze drauf. Achso, stimmt, ich muss jetzt, da kommt auch noch hinzu, wenn ich jetzt größere Bergbaulaser oder Titanen draufsetze, die verbrauchen mehr als nur einen Stellplatz. Daher brauche ich jetzt erstmal noch ein Waffenmodul-Upgrade. Ich besitze zwar auch ein goldenes, aber ich weiß nicht, ob ich das für dieses Schiff nutzen will, weil es ist auch eines, das für Militärwaffe ausgelegt ist, während ich hier welche suche für Ziviltürme. Ein Handelssystem ist natürlich auch eine praktische Sache. Vielleicht baue ich das sogar in dieses Schiff hinein, wenn ich Naonit habe und einen höheren Energieoutput besitze, die ein bisschen handeln kann. Aber pauschal, ich lasse es erstmal so. Ich habe jetzt den zweiten Abwracklaser drauf. Zuletzt noch ein Militärturm. Ich schaue mich einfach jetzt um, was für eine Waffe ich hier besitze, die einen hohen Omikron-Wert rausjagt. Der ist eigentlich nur dafür da, dass wenn ich mal in einem Kampf bin, dass ich auch wieder ein bisschen assistieren kann. Direkter Kampf ist jetzt mit dem Schiff zwar auch möglich, aber na, das ist noch nicht so ganz das, was ich als Kampfschiff haben möchte. Aber Hauptsache, ich habe mit dem Schiff selber einen relativ guten Omikron-Wert, damit ich das rote Warndreieck oben nicht angezeigt kriege. Dieses Dreieck entsteht eigentlich aus zwei Kombinationen. Erst einmal, wie stark ist euer Schiff, also Hitpoints. Und wie viel Omikron hat das Schiff, das durch die Waffen erzeugt wird. In jedem Sektor, in dem ihr auftaucht, wird euer Schiff mit den freundlichen, also mit den feindlichen Schiffen, die dort auftauchen könnten oder vorhanden sind, verglichen. Beispielsweise, wenn je näher ihr euch der Galaxis nähert, wird nicht nur der Omikron-Wert der Feinde höher, weil die Waffen mehr Schaden austeilen, sondern auch die Anzahl der Hitpoints und Schildpunkte, die die Schiffe mit sich führen. Wenn ihr also praktisch näher reinfliegt, werden die Schiffe also größer und auch gefährlicher, kurz gesagt. Also werde ich diesen Wert auch anpassen, damit ich keine zu hohe Diskrepanz habe, weil wenn er zu hoch wird, dann erscheint oben am Bildschirmrand als Spielerhilfe ein gelbes oder ein rotes Ausrufezeichen, was ich auch vorhin wohl gesehen habe, als ich noch die Marathon geflogen habe. Ist dieses Zeichen da, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass Piraten auftauchen, die von euch Schutzgeld erpressen möchten, oder auch die Gefahr, dass, oder die Wahrscheinlichkeit einfach nur, dass die Piraten einfach nur in den Sektor auftauchen und euch angreifen, ist viel höher. Beides könnt ihr dann mit einem guten Wert auch negieren. Auch wenn ihr in einem normalen Kampf mit euren Waffen vielleicht nicht wirklich gut ausgelegt seid, um den zu knacken. Der letzte Schritt, den man allerdings auch je nach Möglichkeit auch früher erledigen kann, ist, ich brauche mehr Personal. Also das heißt, hier fallen noch ein paar Ingenieure, noch mehr Mechaniker, um die größten Schiffe für die Wartung vorzubereiten. Ein paar mehr Kanoniere und Werkleute. Und weil ich jetzt eine gewisse Größe an Personal habe, die ich jetzt nicht mehr alle einzeln befehligen kann, brauche ich jetzt auch nur einen Lieutenant. Der Lieutenant ist so etwas wie die Nummer 1 auf der Enterprise D von Jean-Luc Picard. Ich gebe einfach ganz normal die Befehle und die Nummer 1, die schreit das dann halt quer durch den Decks. Wenn es dann als Piratenschiff wäre. Und wow. Ja. Die Delphi hat ein kleines Manko als Bergbauschiff. Die ist zwar schnell und massiv gebaut, leider nicht gerade ideal für Bremsen oder für enge Kurven fliegen.
kurz gesagt auch wieder eines dieser Schiffe, wo ich einen Kapitän draufsetze, der für mich die Aufgaben übernimmt, Asteroiden mit den Bergbaulasern abzubauen oder auch Wracks, die in dem Sektor sind, einzusammeln. Ich könnte natürlich jetzt die Position des Lieutenants durch eine ungelernte Fachkraft besetzen, aber da ich vorhabe, auch in Zukunft das Schiff aufzuwerten, greife ich doch lieber dann auf geschultes Personal zurück, weil in der Zeit, während er auf der Arbeit, also auf dem Schiff arbeitet, wird er auch mehr Erfahrung sammeln. Und auf Stufe 3 kann ein einzelner Lieutenant, genau wie die Mechaniker und Ingenieure, die Arbeitskraft von 2,5 Personen aufbringen. Mit anderen Worten, wenn ich dann noch einen zweiten habe, habe ich dann schon mal die Posten für 5 Lieutenants besetzt. Und das ist schon mal ein Ersparnis im Vergleich zu 5 Ungelernten, die dieselbe Arbeit machen. Für die Zuschauer unter euch, die noch zur Schule geht, also ein bisschen gut lernen, Abitur machen und studieren. Und ihr habt schon mal einen sicheren Job, wo ihr ein bisschen mehr Geld verdient als die typischen klassischen Jobs. Okay, ich habe jetzt meine ganze Crew zusammen. Die Unausgebildeten kann ich jetzt, ja, entlassen. Hier kann man es nochmal ganz gut sehen. Ich habe nur 2 Unteroffiziere, aber sie leisten zusammen die Arbeit von 3. Läuft. Dann können wir schon gleich in den nächsten Sektor aufbrechen und schauen, wie wir da an Ressourcen dann vorfinden. Logbuch des Kapitän Brancors. Ich bin immer noch in Shallow Bastion 7 und befehlige meinen Athen gegenüber einen Piratenüberfall. Von der Bewaffnung sind sowohl die Athen als auch meine neue Delphi gleich stark. Die Robustheit hingegen sind meine Bergbauschiffe den Piratenbooten weit überlegen. Ich glaube, die Delphi könnte ich sogar mit den Kreuzern in diesem Sektor messen. Aber das ist die Vorliebe meiner Bauweise. Starke Panzerung, massives Auftreten und dennoch so gut auf Effizienz ausgelegt, wie es geht. Und pauschal, das war auch das Ende dieses Piratenpöbels. Jetzt, wo ich auf beiden Schiffen auch Kapitäne besitze, kann ich jetzt separat auch Aufgaben verteilen. Die Delphi werde ich dazu anleiten, die Wracks in diesem Sektor einzusammeln. Wie ich schon mal erwähnte, ich mache das Abwracken nicht um der Ressourcengewinnung, weil Eisen und Titan findet man effizienter jetzt in Asteroiden, sondern einfach nur auf gut Glück, dass ich auf die Weise noch mehr Waffen und System-Upgrades bekomme, die ich dann entweder in der Forschungsstation verwursten kann oder auch zu anderen Materialien. Aber man weiß ja nie, was man rauskriegt. So. Das Gute ist, die Delphi besitzt einen 5-mal größeren Frachtraum als die Athen. Also ich kann das Schiff auch dafür benutzen, dass ich auch mal jetzt in den Tiefenraumsektor springen kann, wo ich kein Ressourcendepot vorliegen habe. Aber das werde ich wohl zu einem anderen Zeitpunkt machen. Logbuch des Kapitän Brancors. Ich bin immer noch in Shallow Bastion 7. Nach meiner Prüfung der aktuellen Finanzen als auch den Ressourcen bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich auch meine Athen in eine Delphi-Klasse austauschen werde. Am der Raumwerft werde ich mir erstmal das Schiff reparieren, noch ein paar Ingenieure und Mechaniker beiholen. Dann schauen wir mal, was mir noch fehlen wird. Aber im Grunde wird es eigentlich auch ein simpler Schritt werden. Erstmal die Waffen entfernen, wegen dem Bug, damit ich die nicht verliere oder an die falsche Position rumhängen. Gut, dann wechseln wir das Schiff jetzt aus. Und ich brauche noch mehr Mechaniker. Mal sehen, wie viel brauche ich denn noch? Ah, es geht ja. So, nochmal ein paar Mechaniker und... Oh, ich habe Ingenieure gekauft. Moment. Dann noch ein paar, Ja. Gut, jetzt habe ich ein paar Ingenieure mehr, als ich benötige, aber dann werden sie ausgebildet für das nächste Schiff, sobald ich dann auch Naonit finde, um die Schilde als auch die Hyperkerne zu bedienen. Der nächste Schritt sieht so aus. Ich werde jetzt alle Waffenturmblöcke auf Titan umwandeln.
weil sie bei dem Schiff noch auf Eisen ausgelegt sind. Solange ich sie nicht auf Titan wechsle, kann ich nur Eisenwaffen draufpacken. Und jetzt suchen wir uns die Waffen raus, die ich noch eben benutzte. So, Bergbauleser, wo seid ihr? Da. Nummer 1. Und Nummer 2. Sehr gut. Der Unterschied zu den Abfallgläsern ist, Bergbaulaser machen auf Schiffen weniger Schaden, deshalb haben die auch einen viel geringeren Omikron-Wert. Beziehungsweise, wenn ihr ein Schiff baut mit Abfallgläsern, werdet ihr einen teilweise ja, wahnwitzigen Omikron-Wert haben können. Allerdings macht er nicht den Schaden, den ihr dann aufgrund des Omikrons werdet, dann erkennt. Also ich glaube, der Omikron-Wert ist mehr so ein Durchschnittswert aus Schadensausput, Geschwindigkeit, wie viel du machst, plus noch eben aufgrund des Materials, auf dem die Waffe basiert. Aber das ist dann immer so ein Wert, das, da kann man sich so ein bisschen dann orientieren, aber erst nicht ausschlaggebend, dass es auch wirklich dann automatisch dann sehr gefährlich ist. Kurz gesagt, ein Schiff mit Abfallgläsern ist immer ein Kugelfisch. Er sieht gefährlicher aus, als er in Wirklichkeit ist. Und jetzt noch eine kleine Spielerei. Ich habe ja hier mit meinem neuen Bergbauer-Laserturm. Und ich werde die Farben der Laserstrahlen noch ein bisschen anpassen. So, du kommst rauf und ja, nehmen wir mal hier so ein dunkles Violett. Sieht auch sehr schick aus. Ich kann dir mal empfehlen, wenn ihr mal Lasertürme benutzt, färbt sie in verschiedene Farben ein. Ich werde noch ein paar kleine Änderungen an der AT vornehmen. Ich hatte hier drin noch ein Frachterweiterungsmodul eingebaut. Das benötige ich jetzt nicht mehr. Da können wir dann auch hier ein Traktorstrahlmodul einbauen. Weil eine höhere Reichweite zum Einsammeln von Gegenständen, an denen man vorbeifliegt, ist immer eine wunderbare Ergänzung. Ich freue mich schon, wenn ich mein lilafarbenes System habe. Weil, wenn man es fest installiert, kriegt man da 2,5 Kilometer Reichweite raus. Bei einem großen Schiff ist das sogar noch ziemlich viel. Zu guter Letzt bin ich mich wieder meiner Hauptaufgabe widmen, und zwar dem Abbau von Ressourcen. Dieser große Brocken, der ist jetzt einmal sehr einladend und das ist auch eine Sache, die man auch häufig am Anfang machen wird. Man sucht die große Asteroiden raus und wird sie abfahren. Hat man später einen Kapitän, wird das Schiff dann automatisch herumfliegen und alle Asteroiden einsammeln. Und das Wichtigste ist, man muss auch mal ein Bergbaumodul wie das hier in das Schiff einbauen. Aber nehmen wir mal ein etwas kleineres. Weil wenn ich jetzt das Schiff mit dem Kapitän rumfliegen lasse, es gibt ja auch diese versteckten Asteroiden, die von außen ganz normal aussehen, aber der Kern besteht dann aus einem großen Klumpen Eisen, Titan oder sogar hochwertigeren Ressourcen, je nachdem welchen Sektor man rumfliegt. Das erwähne ich deswegen, weil es kommt der Zeitpunkt, dass man einfach dann sagt, jetzt kann der Kapitän rumfliegen und er findet jeden einzelnen Asteroiden, in dem sich ein Krümelchen von irgendeiner Ressource befindet. Also pauschal gesehen, die Bergbauindustrie, die ich mir aufbauen wollte, habe ich jetzt erreicht. Ich kann also gemütlich mich zurücklehnen und die Schiffe arbeiten lassen. Logbuch des Kapitän Brancourt. Ich nähere mich dem Ende der heutigen Tagebauoperation in Shallow Bastion 7. Aufgrund des Mangels an Eisen in diesem Sektor bin ich mir nicht sicher, ob ich viel Eisen in den weiteren Sektoren finden werde. Und auch meine Beziehungen zur Deutsche Allianz festigen, werde ich vor Ort das Eisen einkaufen. Meine Reparation ist um 1903 Punkte gestiegen. Das ist im Verhältnis zu dem, was ich erreichen möchte, zwar noch nicht viel. Aber wie ein gutes altes Sprichwort sagt, auch Kleinvieh macht Mist. Logbuch des Kapitän Brancourt. Die Flotte befindet sich in Legend of Orgonite Alpha. Die Ressourcenabbau läuft einwandfrei, ich muss mich lediglich um anhaltende Piratenangriffe kümmern. Während ich mich um den Abschaum der Galaxis kümmere, möchte ich langsam auch zum Ende der heutigen Folge kommen. Ich freue mich immer über einen Like und lese auch gerne eure Meinung in den Kommentarfeldern unter dem Video. Also fühlt euch frei, auch diese zu benutzen. Für die neuen Zuschauer unter euch,
Vergesst nicht noch, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr auch keine weiteren Folgen zu dem Let's Play verpasst oder einer von meinen Schiffsvorstellungen. Also dann, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und noch viel, viel mehr weiter. Euer mächtiger Breakout.